Oder nicht ich, sondern wir alle vom Team hier in Herford. Da ist es natürlich wichtig, auch wenigstens die nochmal über Mikrofon entsprechend zu begrüßen. Ich denke, die allermeisten habe ich eben auch hier am Eingang erwischt und persönlich begrüßt. Das war mir auch ein besonderes Anliegen. Die ich noch nicht gesehen habe, da jetzt nochmal ein herzliches Willkommen. Dass wir hier so treue Kunden haben. Ja, dann, wenn wir das nächste Mal sehen, wie wir uns überlegt haben, die Veranstaltung heute und hier zu machen, da haben wir erstmal gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir von so einem wichtigen Gebäude in Herford und für Herford richtig und gut Abschied nehmen können. Und wer von Ihnen da so Abschied nehmen möchte, dass er auch sagt, ich möchte auch da ein Stück so weit zu helfen, das Gebäude auch abzureißen, da vorne am Eingang auch schon den großen Hammer schwingen und mit abreißen. Und wir haben das so gesagt, wir machen da so drei Schlag, 1 Euro, und dieser Euro wird für den Aufbau von Haiti gespendet. Oder spenden Sie damit auch gleich für Haiti. Also City abreißen, Haiti damit wieder aufbauen. Ja, und als wir da Überlegungen dazu getroffen haben, da haben wir gedacht, oh, wir machen eine kleine Feier, wir sind vielleicht so 30, 40 Leute, und dass wir jetzt die 10-fache Anzahl sind, damit haben wir nicht gerechnet, und wir freuen uns natürlich umso mehr darüber. Ja, der Markt wurde vor fast, der wurde eröffnet. Am 5. Dezember, so komme ich gerade von der NRW gesagt, 5. Dezember 1968 eröffnet. Und was ich aus meiner Erinnerung nur weiß, dass es eine spektakuläre Eröffnung war, die wirklich im ganzen Kreis Herford, oder den ganzen Kreis Herford verrückt gemacht hat und aufgewühlt hat. Herr de Wert erzählt uns sicherlich gleich noch mehr dazu. Und ich erinnere mich noch an, vor 41 Jahren, da war ich 11 Jahre und ich durfte nicht zum City fahren. Ich weiß, wie viele meiner Freunde und Leute meiner Umgebung. Und ich will Ihnen auch sagen, wieso und warum. Meine Eltern hatten in 6. Generation einen kleinen Lebensmittelladen in Bünde und auch in Althausen. Und früher war das nicht so, dass man sich unter Wettbewerbern besuchte und so durfte ich da nicht in den Markt hin. Und ich freue mich, dass ich heute eben auch für den Markt eben auch zuständig sein darf. Ja, und solche Geschichten, ich denke, jeder von Ihnen hat eine Geschichte mit dem City, über den City und Erlebnisse darüber und tauschen sich darüber aus. Ich denke, das gehört auch so ein Stück zum Abschied nehmen dazu. Ja, und die meisten von Ihnen, die haben die Geschichte, eine Geschichte hören wir von Ihnen in der Bärenzeit. Und heute Abend sollte am Besuch der Pastor Beer und sollte der Pastor Johannes Beer hier aus Herford auch Abschied nehmen. So, wir haben gesagt, wir beerdigen heute im Prinzip den City und da sollte er uns auch geistigen Beistand zu geben. Aber der ist heute noch in Berlin und kommt heute Nacht erst wieder, so konnte er das nicht machen. Aber die Verbindung ist schon da. Und wenn man bei einer offenen Beerdigung ist, dann wird ja auch immer gesagt, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Und das passiert diesem Gebäude eben in der nächsten und übernächsten Woche auch. Aber ein Ende ist ja auch immer ein Beginn für einen neuen Anfang. Und auf den neuen Laden freuen wir uns jetzt schon alle sehr. Und ich denke, jetzt habe ich auch genug geredet. Und ich wünsche Ihnen erstmal heute Abend eine
richtig zünftige Fete und eine richtig zünftige Feier. Ja, sehr zum Wohl und Sohn. Und ich freue mich jetzt, dass Herr de Weert, der allererste Marktleiter von diesem Gebäude, heute auch hier ist und auch uns noch vielleicht eine schöne Geschichte von den ersten Tagen erzählen wird. Dankeschön. Danke. Lukas, nee, ihr beide. So. Ich hau mir den Anfang und bin Hey, good. Der Schmarrn ist da.